Herzinfarkts gestorben sind. Wer waren die Menschen, die als Erste den Fuß auf diesen unerforschten Kontinent setzten? Das ist das größte Rätsel in der Geschichte der Menschheit und der Besiedelung unseres Planeten. Doch ein kürzlich aufgetauchter Fund könnte bedeuten, dass die Geschichte neu geschrieben werden muss. Diese Lanzenspitze ist der älteste von Menschen hergestellte Gegenstand, der jemals in Nordamerika gefunden wurde. Die Wissenschaftler glauben, dass seine Eigentümer einst den Kontinent entdeckten. Während einer der härtesten Perioden, die die Menschheit je erdulden musste, erlebten diese Eroberer eine unglaubliche Odyssee. Sie legten sagenhafte Entfernungen zurück. Trotzten unvorstellbaren Gefahren. Und erreichten wie durch ein Wunder eine neue Welt. Doch die größte Überraschung ist nicht, wohin sie gelangten, sondern woher sie kamen. Unsere Geschichte beginnt vor 17.000 Jahren, als die Welt noch unter dem Einfluss der letzten großen Eiszeit steht. Es ist Sommer im heutigen Südfrankreich und die Nahrung wird immer knapper. Die Menschen, die hier leben, gehören der modernen Art Homo sapiens an. Sie kämpfen täglich um ihr Überleben. Skymiatin. Ndoshu. Ivolan. Das ist die Beute, die sie seit Tagen verfolgen. Wildpferde. Die Jäger hatten auf eine größere Anzahl von Tieren gehofft, doch das bitterkalte Klima hat die Herden dezimiert. Sie können es sich nicht leisten, die Pferde entkommen zu lassen. Clanchef Beorg weiß, dass sie bei der Jagd auf große Tiere ihr Leben riskieren müssen. Doch Guyan ist sein einziger Sohn und er will ihn nicht verlieren.
Die Jäger haben bemerkt, dass die Herden immer kleiner werden, aber sie wissen nicht warum. Vor 100.000 Jahren entwickelten sich die modernen Menschen, die den härtesten klimatischen Bedingungen der Menschheitsgeschichte trotzen mussten. Dieses extreme Klima herrschte auf dem gesamten Planeten. Es ist die kälteste Phase der letzten Eiszeit. Im Laufe seiner Geschichte hat unser Planet Tausende von Eiszeiten erlebt. Die jüngste Eiszeit fand vor rund 17.000 Jahren statt. Damals rückte das ewige Eis von den Polen aus immer weiter vor und verschlang dabei etwa ein Drittel der Kontinentalmasse. Auf der nördlichen Halbkugel lag das Festland unter einer fast 2000 Meter dicken Eisschicht. In Frankreich sind gewaltige Gletscher von den Bergen ins Flachland gewandert. Die Menschen, die hier seit Zehntausenden von Jahren leben, sind in einem Gebiet gefangen, das immer weiter schrumpft. Viele von ihnen sind vor dem Eis an die Atlantikküste geflohen. Diese Gruppe hat gelernt, das Meer als Nahrungsquelle zu nutzen und kann so überleben. Doch die Ausbeute ist gering. Nur Sia, die Tochter des Clanchefs, hat heute einen Fisch gefangen. Der Clan hat 15 Mitglieder, die alle etwas zum Überleben der Gruppe beitragen. Einige wissen, wie man aus Rohmaterialien Werkzeuge herstellt. Andere fertigen Waffen aus Stein oder Nadeln aus Knochen, mit denen sich warme Kleidung nähen lässt. Gegenseitige Unterstützung ist überlebenswichtig. Doch heute sorgt der Hunger für Spannungen. Sia! Wir wollen werden. Ich sah mir. Da! Du wohl an von Gott genannte Siekingen? Siebzehntausend Jahre später sind von der Kultur dieses Clans nur wenige geheimnisvolle Fragmente geblieben. Die Archäologen bezeichnen ihre Epoche als Solutrien. In dieser Zeit wurden Gegenstände erfunden, die wir bis heute benutzen, so wie die Nähnadel mit Öhr. Die Menschen dieser Kulturstufe hinterließen auch Felszeichnungen von ihren Beutetieren, wie etwa den Mammuts. Aber vor allem haben sie die Waffenherstellung revolutioniert. Rund 100.000 Jahre lang hat die Menschheit nur Lanzenspitzen aus unbearbeiteten Steinsplittern benutzt. Doch den Solutreern gelang ein gewaltiger Fortschritt. Mit Hilfe ausgefeilter Techniken stellten sie doppelt so dünne und halb so schwere Lanzenspitzen her, deren Ränder 100-mal schärfer als ein Rasiermesser waren. Der Archäologe Bruce Bradley hat 20 Jahre lang erforscht, wie die Waffen des Solutrien hergestellt wurden.
Das Abschlagen der Lamellen ist so schwierig, weil die Arbeitsmethoden unbekannt sind. Wir müssen uns da herantasten. Bruce Bradley fand heraus, dass keine andere Kultur der Steinzeit solche Werkzeuge hervorgebracht hat. Nach unserem Wissensstand handelt es sich bei dieser Herstellungstechnik um die komplexeste Arbeitsmethode des Eiszeitalters. Dank der einzigartigen Meisterschaft, zu der es Bruce Bradley gebracht hat, konnte ein Rätsel gelöst werden. 1996 meldeten Archäologen einen der erstaunlichsten Funde, der jemals in Nordamerika gemacht wurde. Diese Lanzenspitze stammt aus Virginia. Als Bruce Bradley sie sieht, ist er verblüfft. Sie ist nahezu identisch mit den Spitzen aus Frankreich. Die C14 bzw. Radiokarbon-Datierung zeigt, dass sie vor rund 17.000 Jahren vergraben wurde. Zu einer Zeit, als Nordamerika nach Ansicht der Archäologen noch unbewohnt war. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Sollte sich das Unmögliche wirklich ereignet haben? Die Vorstellung, dass die neue Welt vom europäischen Kontinent aus bevölkert wurde, unterscheidet sich so radikal von allem, was ich gelernt habe, dass dieser Gedanke mir fast unglaublich scheint. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts geht die Wissenschaft davon aus, dass Nordamerika erst vor 12.000 Jahren entdeckt wurde, als die ersten Menschen über eine Landbrücke zwischen Russland und Alaska einwanderten. Doch Bruce Bradleys Entdeckung stellt diese Theorie nun radikal in Frage. Wir dachten, das ist unmöglich, aber eine offenkundige Tatsache lässt sich nur schwer leugnen. Ist es möglich, dass Europäer diese Techniken bereits 6000 Jahre vor den nächsten Migrationswellen nach Nordamerika brachten? Sollte dies der Fall sein, stellt sich eine weitere, noch schwierigere Frage. Wie haben sie das geschafft? Um nach Nordamerika zu gelangen, hätten sie ein unüberwindliches natürliches Hindernis bezwingen müssen, den Atlantischen Ozean. Hätten ihre Kenntnisse und Fertigkeiten dafür überhaupt ausgereicht? Unsere Jäger waren mehrere Tage lang unterwegs und haben nur ein einziges Pferd erlegt. Björks erste Pflicht ist die Ernährung seiner Familie. Das sind seine Frau, seine Tochter Sia und sein Sohn Guyan. Doch als Clanchef muss er seine Beute mit der ganzen Gruppe teilen. Wenn die Gruppe überleben will, muss sie mehr Tiere erlegen. Dieses Pferd wird sie nur eine knappe Woche ernähren. Björk weiß, dass sein Clan in Gefahr ist. Mittlerweile ist das gesamte Gerippe zerlegt. Hirn und Augen versorgen sie mit Vitaminen, die sie nirgendwo sonst finden. Das fetthaltige Knochenmark ist ihre wichtigste Nahrung. Es liefert ihnen die Energie und die Kalorien, die sie zum Überleben in diesem eisigen Klima brauchen. Mit gefülltem Magen ist das Leben leichter. Doch bald wird sie der Hunger erneut quälen. Gewie.
Bloody Bock. Eine Woche später ist das Fleisch des Pferdes nur noch Erinnerung. Dirty bot, Bjorg! You dirty bot! You Xavian! You Xavian, Bjorg! You Xavian! Als Clanchef ist es Bjorgs Aufgabe, den Mörder zu bestrafen. Aber er ist auch der Schamane der Gruppe. Und so vergräbt er seine schönsten Lanzenspitzen als Opfer für die Geister, damit sie ihm bei seiner Entscheidung den Weg weisen. Mörder werden von den Clans traditionell getötet oder verbannt. Dies ist nicht das erste Mal, dass Bjorg eine so schwierige Entscheidung treffen muss. Bjorg. Komm uns, Camilla. Finkchen, Hitty. Der Verstoßene weiß, dass er den Clan zum Überleben braucht. Allein stehen seine Chancen schlecht. Appetizer. Gotta eat. Turvan Kian, but du kan kan. Bjorg muss sich etwas einfallen lassen, um eine Hungersnot zu verhindern, damit nicht noch mehr Blut fließt. Diese Höhle stellt für den Clan den Mittelpunkt seiner spirituellen Welt dar. Sie ist heilig. In seiner Eigenschaft als Schamane muss Bjorg Entscheidungen treffen, die für die gesamte Gruppe überlebenswichtig sind. Er kommt hierher, um nachzudenken. In den Tiefen der Höhle verbergen sich geheime Gänge. Dort bringt Bjorg Felszeichnungen an und wartet auf Visionen. Er hofft, dass sie ihm eine Möglichkeit zeigen, wie er seinen Clan vor dem Hungertod bewahren kann. Thank you.
Vor 17.000 Jahren haben die Menschen der Eiszeit in den Höhlen Frankreichs und Spaniens erstaunliche Spuren ihrer Kultur hinterlassen. Diese Kunstwerke geben uns einen einzigartigen Einblick in ihre Welt. Dargestellt sind vor allem die Tiere, von denen das Überleben der Menschen abhing. Doch diese Zeichnungen offenbaren noch mehr. So erfahren wir viel über den Einfluss des Klimas auf ihr Leben. Die Menschen der Eiszeit haben diese Grotte beim Licht einer Fackel ergründet. Nachdem er einen ganzen Tag lang immer weiter vorgedrungen ist, entdeckt Bruce Bradley 2000 Meter unter der Erde einen kleinen Geheimgang, der einen vollkommen unerwarteten Schatz birgt. Das ist ein ungewöhnlicher, fast heiliger Ort. Die Menschen der Eiszeit haben hier eine Botschaft hinterlassen. Doch was bedeutet sie? Diese Zeichnungen sind wunderschön. Die Enden dieser länglichen, rauten oder spindelförmigen Motive haben starke Ähnlichkeit mit Flossen. Aus diesem Grund werden sie für Robben gehalten, eine Interpretation, die ich teile. Die Tatsache, dass es sich um Robben und nicht um Pferde oder Hirsche handelt, ist sehr wichtig. Dies deutet darauf hin, dass sich die Solutrea dem Meer oder genauer gesagt dem Rand des Packeises zuwandten, um dort nach Nahrung zu suchen und eine neue Kultur und Lebensweise zu entwickeln. Es beweist, dass diese Tiere für sie von großer Bedeutung waren. Ich bin sprachlos. Das ist einfach unglaublich. Beorg wird auf Robbenjagd gehen. Diese Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen, denn sie beinhaltet eine Reise auf dem gefahrvollen Atlantischen Ozean. Beorg weiß, dass hinter dem Horizont Robben leben. Er wird seine Tochter Sia, seinen Sohn Guyan sowie Giar, den Freund seines Sohnes, mitnehmen. Der Rest des Clans wird auf ihre Rückkehr warten. Die jungen Leute haben sich noch nie aufs Meer hinausgewagt. Beorg fürchtet um ihr Leben. Während der Reise müssen sie autark sein. Dort, wo sie hinwollen, gibt es weder Holz noch Süßwasser. Sia wird sich um den Haushalt kümmern. Ohne die trockenen Flechten, die sie einpackt, wäre es unmöglich, ein Feuer zu entzünden. Außerdem nehmen sie einige speziell für die Robbenjagd entwickelte Harpunen mit. Sie werden wahrscheinlich mehrere Wochen lang fortbleiben. Ihr mit Häuten verkleidetes und mit Tierfett abgedichtetes Boot wird ihnen auch als Unterschlupf dienen. Die Robbenjagd hat begonnen. Das Fell, das Fleisch und vor allem das Fett der Tiere könnten den Clan retten. Doch die Angst der Jäger ist nicht unbegründet.
Der Lebensraum der Robben ist ihnen vollkommen fremd. Das Packeis ist ein reiches Jagdrevier, in dem es jedoch zahlreiche Klippen zu umschiffen gilt. Die Robben ernähren und vermehren sich zwischen den Eisblöcken. Sie fühlen sich in den eisigen Strömungen unter dem Eis pudelwohl. Im Laufe der letzten Eiszeit haben sich die arktischen Bedingungen bis in den Süden Europas ausgebreitet. Bis vor kurzem wusste die Wissenschaft noch nichts von den radikalen Folgen, die dieser Klimawandel für den Ozean hatte. Jeden Winter verändert die Welt des Clans von Grund auf ihr Gesicht. Alle europäischen Küsten sind vom Eis eingeschlossen. Das Packeis dringt weit nach Süden bis zum Mittelmeer vor. Neu ist jedoch, dass das 10 Meter dicke Eis im Westen von der Mitte des Atlantiks bis nach Kanada reicht. Jedes Jahr bedeckt das Eis 5 Millionen Quadratkilometer Meeresoberfläche. Europa und Nordamerika sind durch eine fast 5000 Kilometer lange Packeisbrücke verbunden. Konnte der Clan so auf den amerikanischen Kontinent gelangen? Während der Robbenjagd haben die Jäger nur ein Ziel: Überleben. Dort, wo die warmen Wasserströmungen auf das Packeis treffen, ist der Fang üppig. Doch sie brauchen mehr als Fisch, um ihren an der Küste zurückgebliebenen Clan zu ernähren. Die Eiswüste verfügt paradoxerweise über eine der ergiebigsten Nährstoffquellen des Planeten. Mikroskopisch kleine Algen in so großer Zahl, dass sie Milliarden von Fischen ernähren können, die ihrerseits die Nahrungsgrundlage für zahllose Vögel und Robben bilden. Nachdem sie eine Woche lang durch das eisige Wasser gerudert sind, liegen nun über 150 Kilometer zwischen unseren Jägern und der Küste Europas. Sie schlagen ihr Lager am Rande des Packeises auf. Das umgedrehte Boot dient ihnen nun als Unterschlupf. Die Männer brechen zur Jagd auf. Sie werden vielleicht einen halben Tag lang marschieren müssen, bevor sie auf Robben treffen. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Wer in eine versteckte Spalte im Eis fällt, ist sofort tot. Eine schwimmende Robbe lässt sich nicht harpunieren. Doch Björk kennt eine andere Methode. Im Lager sorgt Sia derweil für das überlebenswichtige Feuer. Auf dem Eis gibt es kein trockenes Holz zum Anzünden. Doch Sia hat vorgesorgt und trockene Flechten mitgenommen. Als Brennstoff verwendet sie Tierfett. Nach einem dreistündigen, mühsamen Marsch über das Packeis haben die Männer endlich gefunden, was sie suchten: die Atemlöcher der Robben. Als Säugetiere müssen sie in regelmäßigen Abständen Luft holen. Diesen Moment müssen die Jäger abpassen. Jetzt brauchen sie nur noch zu warten.
Die Temperatur ist auf minus 15 Grad gefallen. Doch Sias Feuer soll nicht nur Wärme spenden. Es hat noch eine zweite, viel wichtigere Funktion. Es lässt den Schnee schmelzen. Ohne Trinkwasser würden sie innerhalb weniger Tage sterben. Sie können das Eis nicht essen, weil dies zu viele Kalorien verbrauchen würde. So bleibt ihnen nur, es zu schmelzen. Hier bedeutet Feuer Leben. Wenn sie so weitermachen, können sie ihr Boot mit Beute füllen und ihren Clan retten. Die Gefahren auf dem Eis dürfen nicht unterschätzt werden. Dieser Verbannte war allein zum Tode verurteilt. Ja, ganz auf ihn. Die Robbe liefert ihnen alles, was sie brauchen. Ihre dicke Fettschicht ist sowohl ein Kalorienlieferant als auch ein guter Brennstoff. Aus ihrem Pelz lässt sich ein warmes Kleidungsstück nähen, so wie Sias Mantel. Selbst die Knochen werden zu Werkzeugen verarbeitet. Finit mo dungang so manch. Kibada badan. Die Plastineke. Was Björk über das Überleben auf dem Eis weiß, hat er von seinen Vorfahren gelernt. Bis heute gibt es Kulturen wie die der Inuit, die dieses Wissen nutzen, um in der Arktis zu überleben. Doch unsere Jäger sind ganz allein auf dem Eis und fern der Heimat. Wann wird sich ihr Glück wenden? Die Gruppe muss noch mehr Robben erlegen. Doch während sie sich immer weiter in unbekannte Gewässer vorwagen, stoßen sie auf Spuren einer fremden Welt. Im Wasser treiben Holzstücke aus einem Land im Westen, von dem sie keinerlei Vorstellung haben. Die Jäger, die sich immer weiter von der europäischen Küste entfernen,
ahnen zum ersten Mal, dass sich auf der anderen Seite des Ozeans etwas verbergen könnte. Am anderen Ufer des Atlantiks sind bei Überschwemmungen Bäume ins Meer gerissen und vom warmen Golfstrom davongetragen worden. Der Golfstrom ist stärker als alle Flüsse der Welt zusammengenommen und er ist die treibende Kraft des Atlantiks. Nach zweiwöchiger Seereise mit Kurs nach Westen sind unsere Jäger 600 Kilometer von Europa entfernt. So weit ist Björk in der Vergangenheit noch nie vorgedrungen. Mitten im Eis werden sie Zeugen eines faszinierenden Naturschauspiels, dem Nordlicht. Die Jagd ist erfolgreich. Doch Björk, der Einzige, der Erfahrung mit dem Eis besitzt, ist beunruhigt. Sie haben sich vielleicht schon zu weit vorgewagt. Am Horizont zeichnet sich schlechtes Wetter ab. Björk muss jetzt schnell weitere Robben erlegen und dann umkehren. Gerne, du an die Danzen.
Der Einzige, der die Gruppe auf dem Eis führen konnte, ist tot. Ohne ihn müssen die jungen Jäger eine schwierige Entscheidung treffen. Bin ich so schön wie weg? Lecker. Das ist ja eine Gegend. Negungi. Inge sisi da nidi. Ibad skama. Gnidi. Bei diesem Sturm lässt sich das Boot nicht steuern. Wegen der extremen Temperaturunterschiede zwischen dem warmen Golfstrom und dem Eis der Pole sind die Stürme der Eiszeit äußerst heftig. Sie müssen daher aufs Packeis zurückkehren und Schutz suchen. Das stürmische Wetter hält sie 2 Wochen lang unter ihrem Boot fest. Sie haben fast nichts zu essen und sind vollkommen ausgehungert. Hinzu kommt die Sorge um Jiar, der alle Symptome einer unter Seeleuten wohlbekannten Krankheit zeigt: Skorbut. Als der Sturm abzieht, offenbaren sich der Gruppe seine dramatischen Folgen. Der Sturm hat die dahintreibenden Eisblöcke zusammengeschoben. Im Laufe des Sommers wird das Packeis allmählich dünner und von den Stürmen in Stücke gebrochen. Die Eisschollen treiben dahin, wachsen zusammen und brechen wieder auseinander, bis sie schließlich in einen gewaltigen Strudel geraten, der auch die 3 Jäger mitreißt. Dieses Phänomen lässt sich in der Arktis bis heute beobachten. Die Eisschollen sind den Meeresströmungen und vor allem dem Wind preisgegeben. Doch wohin steuern sie? Der Golfstrom erzeugt eine Strömung, die entlang des Packeises nach Westen verläuft. Dank dieser Strömung und des heftigen Sturms haben sich die Jäger schnell von Europa entfernt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 Stundenkilometern haben sie innerhalb von 3 Wochen rund 3000 Kilometer zurückgelegt. Das sind 3/4 der Strecke nach Kanada. Für unsere Schiffbrüchigen auf einem Ozean aus Eis ist ihr Boot inzwischen zu einer schweren Last geworden. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als es zu ziehen.
Sie orientieren sich an der Sonne und wandern nach Süden, in der Hoffnung, dort Wasser zu finden. Die Gruppe befindet sich jetzt im erbarmungslosesten und ödesten Teil des Ozeans. Hier gibt es nichts, was sie jagen könnten, und von der Robbe ist nichts mehr übrig. Bald wird ihnen auch das Fett ausgehen. Ohne Brennstoff werden sie keinen Schnee mehr schmelzen können und schnell verdursten. Auch Xias Zustand ist besorgniserregend. Der Vitamin-C-Mangel hat sein Gewebe geschädigt. Er wird an inneren Blutungen sterben. Ja, Yin Kung. Gently geht. Ich fange an, das zu tun. Im Bundungang. Ich will aus dir lang weggehen. Sieh ja. Sieh ja, Birwin, du! Guyan und Xia müssen sich entscheiden. Wenn sie Xias Leben verlängern, bringen sie sich damit selbst in Gefahr. Xias Blut und Fleisch könnten sie ernähren. What's good then, guys? Like at the dance thing, yeah.
Ist das eine Halluzination, die fernab der Heimat von Hunger oder Wahnsinn ausgelöst wird? Bei den eisigen Temperaturen brechen sich die Lichtstrahlen an der Oberfläche der Eisschicht. Dadurch entstehen Zerrbilder. Solche Luftspiegelungen wurden einst für magische Erscheinungen am Horizont gehalten. Unsere Jäger hoffen, bald auf Festland zu stoßen. Aber sie wissen nicht, wie dieses unbekannte Land heißt und ob sie lange genug überleben werden, um dorthin zu gelangen. Tagelang treibt die erschöpfte Gruppe ziellos dahin. Die Unterernährung macht sich allmählich bemerkbar. Noch ahnen sie nicht, dass sie kurz vor einer ungeheuren Entdeckung stehen. Nach monatelangem Überlebenskampf auf dem zugefrorenen Ozean gelangen die Jäger schließlich an das Tor zur neuen Welt. Doch wo genau befinden sie sich? Das ist die Neufundlandbank in Kanada. Vor 17.000 Jahren war dies der östlichste Punkt Nordamerikas. Heute liegen diese Inseln unter der Wasseroberfläche. Sie sind seit dem Ende der Eiszeit von Schmelzwasser bedeckt. Der Meeresspiegel ist um 150 Meter gestiegen und die gesamte nordamerikanische Küste ist 160 Kilometer weit zurückgewichen. Doch für die Jäger ist die Neufundlandbank ein Tor zur neuen Welt. Hier geht ihre über 5000 Kilometer lange Odyssee zu Ende. Aber ihre Erkundung der neuen Welt hat gerade erst begonnen. In diesem Land wächst ein Heilmittel gegen Giars Krankheit. Diese Pflanze heißt Löffelkraut. Und die Menschen der Eiszeit wussten um ihre Heilkraft. Ihre Stängel sind reich an Vitamin C, das Giars Organismus so dringend benötigt. Die jungen Jäger erholen sich allmählich von ihrer Seereise und suchen die trostlose Landschaft nach Nahrung ab. Guyan! Jan!
Billy Deed. Im kalten Europa sind die Mammuts im Aussterben begriffen, aber in der Weite der nordamerikanischen Prärien gedeihen sie prächtig. Ein so gewaltiges Tier ist ein ergiebiger Fleisch- und Felllieferant. Für die Jäger stellt es aber auch eine ungeheure Herausforderung dar. Für die Menschen der Eiszeit war das Mammut ein heiliges Tier. Als größtes aller damaligen Landsäugetiere erreichte das Mammut eine Widerristhöhe von 3,50 Meter und wog bis zu 8 Tonnen. Seine Stoßzähne wurden bis zu 4 Meter lang. Eine Trophäe, die nur die besten Jäger erlangen konnten. Die jungen Jäger brennen darauf, ihr Glück zu versuchen. Doch sie haben ein Problem. Ihre Harpunen für die Robbenjagd können gegen ein Tier dieser Größe nichts ausrichten. Sie brauchen Lanzen mit rasiermesserscharfen Spitzen, die aus einem bestimmten Stein gefertigt sein müssen. Um den geeigneten Stein in diesem fremden Land zu finden, müssen sie sich auf eine längere Wanderung einstellen. In der Eiszeit legten die Menschen auf der Suche nach den besten Steinen manchmal hunderte von Kilometern zurück. Die Neuankömmlinge haben keine Wahl. Sie müssen sich ins Unbekannte stürzen. Aber werden ihre Kräfte ausreichen? Björk,
uns, Kamila. Du, Inke, go finken iti. Finken iti. Guyan, Jia und Siam sind nicht die einzigen, die die Eisbrücke überquert haben. Sie befinden sich in der Gewalt einer Gruppe von Ausgestoßenen, die sich zusammengeschlossen haben, um zu überleben. Wenn beide Gruppen zusammenarbeiten, können sich ihre Überlebenschancen nur verbessern. It's a Mensch wegen mir. Gerne. It's a Mensch wegen mir. Los, Lekal. Ist ein Mensch wegen dir. Nganga. Den jungen Jägern bleibt keine Wahl. Sie müssen sich ihren Entführern anschließen. Ohne ihr Boot haben sie keine Chance. Atan, der Chef der Verbannten, hat beschlossen, dass sie nach Süden fahren werden, um nach Nahrung und vor allem nach den nötigen Steinen für die Herstellung von Werkzeugen zu suchen. Je weiter sie vordringen, desto offensichtlicher werden die Unterschiede zwischen der neuen Welt und Europa. In der Eiszeit wird Nordamerika von einer gewaltigen, über 2000 Meter dicken Eiswand beherrscht. Am Fuße dieser Eismasse erstrecken sich weite grüne Prärien. Auf diesen Prärien weiden sowohl unbekannte Wesen als auch Tiere, die sie schon gesehen haben, wenn auch nie in dieser Zahl. Die neue Welt wird von zahlreichen Raubtieren bevölkert. Der Säbelzahntiger wiegt doppelt so viel wie ein Löwe unserer Zeit. Er ist mit 15 cm langen Fangzähnen ausgestattet und kann Beutetiere töten, die doppelt so groß sind wie er. Noch gefährlicher ist der Kurznasenbär. Dieser über 3 Meter große Bär erreicht eine Geschwindigkeit von mehr als 60 Stundenkilometern und ist das gewaltigste Raubsäugetier der Eiszeit. Mach's gut. Merkak. Go an. Vigne. Grat Emblad. Die verbannten Männer waren auf Robbenjagd, als sie plötzlich auf einer Eisscholle festsaßen und nach Westen abtrieben. Doch im Gegensatz zu ihren Gefangenen haben sie keinen Grund, nach Hause zurückzukehren. Die jungen Jäger werden den Ausgestoßenen vertrauen müssen. Ohne sie können sie es nicht schaffen.
Sir. Yes. Ihre neue Welt ist voller Gefahren. Wenn sie hier überleben wollen, müssen sie sich verteidigen können. Sie brauchen dringend Waffen, aber zuvor müssen sie den richtigen Stein finden. Nachdem sie ihr Boot beladen haben, wenden sie sich nach Süden, weg vom Eis. Sie folgen einem Fluss ins Landesinnere auf der Suche nach eisfreiem Felsgestein. Nach einer langen Wanderung erreichen sie das heutige Virginia. Dort finden sie, was sie gesucht haben. Siebzehntausend Jahre später werden Archäologen diese Lanzenspitze entdecken. Sie ist der älteste Beweis für die Anwesenheit von Menschen in Nordamerika. Die archäologischen Funde zeigen, dass der Clan einen guten Grund hatte, gerade hier sein Lager aufzuschlagen. Der wertvolle Feuerstein, für den die Menschen der Eiszeit alles gegeben hätten. Aus Feuerstein ließen sich Messer, Schaber und Werkzeuge aller Art herstellen. Gias Lanzenspitze ist schärfer als ein Skalpell und durchdringt selbst das dickste Fell. Komm. Nun müssen sie Ausschau nach Beute halten. Sie brauchen nicht lange zu suchen. Die Exkremente führen sie auf die Spur des besten aller Beutetiere, auf die Spur des Mammut. Doshu, und gängen Sie ein Gas. Gyankishan. Bevor die Jagd beginnen kann, sind noch letzte Vorbereitungen zu treffen. Die Jäger werden spezielle Spitzen verwenden. Die hier sind jedoch nicht für die Jagd gedacht. Lange Zeit haben die Archäologen über die geheimnisvollen Lanzenspitzen gerätselt, die in sogenannten Depots vergraben wurden. Solche Depots finden sich sowohl in Europa als auch in Nordamerika und enthalten große, etwa 30 cm lange Spitzen, die für die Jagd zu dünn waren.
Wozu könnten sie gedient haben? Laut Bruce Bradley handelt es sich um außergewöhnliche Meisterwerke, deren Größe darauf schließen lässt, dass sie nicht zum Gebrauch bestimmt waren, sondern als Opfergaben dienten. Die Mitglieder der Gruppe stehen vor der gefährlichsten und ehrgeizigsten Jagd ihres Lebens. Sie müssen lernen, sich gegenseitig zu vertrauen. Das Ritual soll die Bindung zwischen ihnen festigen. Sie bilden jetzt einen neuen Clan. Sie müssen auf der Hut sein. Mammuts haben ein gutes Gehör und einen sehr feinen Geruchssinn. Und ein erwachsenes Tier rennt doppelt so schnell wie ein Mensch. Thank you.
Eine in Virginia entdeckte Lanzenspitze beweist, dass Europäer nach Nordamerika gelangten. Doch abgesehen von diesem Hinweis finden sich keinerlei Spuren ihrer Anwesenheit. Sind sie weiter in die neue Welt vorgedrungen oder fanden sie den Tod? Möglicherweise lässt sich diese Frage mit den Mitteln der Genetik beantworten. Jedes menschliche Gen gleicht einem Geschichtsbuch. Es enthält genetische Marker, die Rückschlüsse auf den Ursprung unserer Art erlauben. Bei der Analyse von DNA-Proben der Ojibwa, einem Indianervolk mit Siedlungsgebiet in der Provinz Ontario, machte der Molekularanthropologe Mark Brown eine unglaubliche Entdeckung. Als die ersten Ergebnisse vorlagen, waren wir ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Mark Brown erwartete einen Beweis, dass alle nordamerikanischen Indianer ursprünglich aus Asien eingewandert waren. Stattdessen fand er einen vollkommen unerwarteten genetischen Marker. Könnte diese Entdeckung das Schicksal des Clans erklären? Die erste Überraschung war, dass sich dieser Marker bei einem Viertel der indianischen Bevölkerung findet. Das ist viel. Die zweite Überraschung war, dass sich diese Abstammung nicht nur bei Indianern, sondern auch bei Europäern nachweisen lässt. Diese Entdeckung ist von außerordentlicher Tragweite. Die Geschichte der europäischen Jäger war in Virginia noch nicht zu Ende. Sie müssen überlebt haben. Aber wie? Nach dem Tod ihres Bruders schlagen Sia und der neue Clan ihr Winterlager an der Küste auf. Sie haben einen guten Grund zu bleiben. Die Tochter von Sia und Jia könnte die erste Nordamerikanerin sein. Sie wird nicht allein aufwachsen. 5000 Kilometer entfernt, auf der anderen Seite des Atlantiks, ist die Lebensgrundlage für den Rest des Clans nach wie vor das Meer. Die Eisbrücke besteht noch immer und nach werden weitere Menschen die Reise wagen. In der Eiszeit fanden die Menschen Wege, dieses fruchtbare Land zu nutzen. Sie besiedelten Landstriche zu beiden Seiten des Atlantiks und reisten über viele Generationen hinweg hin und her. Im Laufe von Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden wechselten Menschen von einem Kontinent zum anderen. Sechstausend Jahre später haben sich die Nachkommen von Sia und Jia über den Kontinent verteilt. Die Eiszeit ist zu Ende, die Eisbrücke geschmolzen. Doch sobald sich ein Tor schließt, öffnet sich ein neues. Im Westen des heutigen Kanada, im Yukon und in den Nordwestterritorien, ist durch die Eisschmelze eine Landbrücke zwischen Amerika und Asien entstanden. Über sie erreichen weitere Völker den Kontinent. Den Nachkommen unseres Clans steht ein überraschendes Zusammentreffen bevor.
Das muss eine faszinierende Begegnung gewesen sein. Sie sprachen sicherlich verschiedene Sprachen und waren einander vollkommen fremd. Das hätte ich gern miterlebt. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Menschheit um die Welt gereist. Europäer und Asiaten gründen eine neue Kultur, die der Ureinwohner der neuen Welt. Diese aufregende Entdeckung unterscheidet sich grundlegend von allem, was ich gelernt habe. Bruce Bradley hat bewiesen, was die Archäologen für unvorstellbar hielten. Nordamerika wurde von Höhlenmenschen aus Europa entdeckt. Dank dieser Lanzenspitze aus Feuerstein muss die Geschichte eines ganzen Kontinents neu geschrieben werden. Sie beweist, dass die ersten Kanadier mutige Eroberer waren, die unter Einsatz ihres Lebens eine neue Welt in Besitz nahmen.